und mach das Auto zu. Der darf hier nicht reinkommen. Das, der verprügelt mich, Leute. So sauer habe ich ihn noch nie gesehen. Meinberg, hast du die Badehose dabei? Nein. Wirst du brauchen. Auf dem Schrottplatz. Ab an den Gardasee. Ja! Schau mal rein. Ein Autoschlüssel. Das ist kein Witz, dass wir an den Gardasee fahren. Ich möchte da gar nicht schauen, was da drunter ist. 3, 2, 1. Meinberg, das war das Billigste vom Billigsten. Nee, das musst du mir nicht sagen. Das ist ein Unfallfahrzeug. Okay, das soll jetzt bis nach Italien kommen. Meinberg hat heute erst dann gewonnen, wenn er vor Sonnenuntergang den Gardasee zu Gesicht bekommt. Und da tanke ich dir jetzt noch was rein, weil der ist bis jetzt komplett leer. Scheiße, da stehen ja nur 20 Liter drauf. Ja, und wie viel brauche ich? Mehr. Das Taschengeld, was ihm seine Mutter heute rausgelegt hat, nehme ich ihm natürlich weg. Er wird ohne Geld runter an den Gardasee kommen müssen. Also das heißt, mir geht einfach unterwegs das Benzin aus und dann habe ich verloren. Jo. Du kannst dir was einfallen lassen. Spring rein, das geht alles von meiner Zeit ab. Ich muss dein Auto noch kurz pimpen. Was ist das denn wieder für ein Scheiß? Spring rein. Wir treffen uns vorne, ich steig doch da nicht ein, Meinberg. Was denkst du denn? Return of the gangster. Them niggas that think y'all something, say y'all be gospel rapping, but they be steady clapping when you talk about bitches and switches and hoes and clothes and weed. Let's talk about time traveling, round javelin, something mind unraveling, get down. Du bist so ein Arschprolet, ey. Das ist nicht zu fassen. Ciao ragazzi, sono io Marco Saiboldo. Jetzt mach den Weg frei, ich hab noch eine Tour vor mir. Jetzt geht's los. Auf dem schnellsten Weg mit dieser Kiste zum Gardasee. Alter, das ist einfach ein Raumschiff. Ach. Ach. Das ist geil, Leute. Ich darf nicht so schnell fahren, dann verbraucht das Ding ja noch mehr. Dicht dranbleiben. Den einen Kilometer vom Schrottplatz, den haben wir geschafft. Jetzt kommt der Härtetest, jetzt geht's zum ersten Mal auf die Autobahn. Was habe ich denn hier eigentlich alles? Dieses elegante Fahrzeug ist ausgestattet mit einem Sitz, der sich nicht vernünftig einstellen lässt. Alter, geil. Außerdem besitzt dieses Fahrzeug ein Lenkrad. Ich möchte euch kurz mal die Perspektive zeigen, die ich hier habe. Mein Chauffeur, weiße Handschuhe und Bleifuß. Hier ist der Schalter fürs Licht. Licht an, Licht aus. Und da vorne drückt der Meinberg. Und damit sind die wesentlichen Features genannt. Marc für Meini. Es sind trotz geöffnetem Fenster in diesem Auto nach 10 Minuten Fahrt etwa 34 Grad. Bei mir sind es 16 Grad. Bisschen frostig, aber naja. Ist euch eigentlich mal mein Nummernschild aufgefallen? Marc 1990? Ich meine, das ist ja schon peinlich. Aber noch peinlicher ist, dass er sich jünger gemacht hat. Sitz drückt. Ja, Meinberg. Das fängt gleich an zu rauchen, das Auto, wenn du weiter so Gas gibst. Ach ja, und Meinberg, du, Hast du nicht auch schon mal einen Blick in deinen Kofferraum geworfen? Ich glaube, da habe ich leider was vergessen, was auch schlecht ist für deinen Benzinverbrauch. Auch wenn das jetzt echt Zeit kostet, ich muss rausfahren und nachschauen, was mir Marc da Tolles eingepackt hat. Ich bin jetzt schon nass geschwitzt. Mein Rücken ist klitschnass. Ach du Scheiße. Der Kofferraum ist ja randvoll mit irgendeiner Scheiße. Ist das geil? Au. Ach, mein Gott. Was ist hier drin? Sandsäcke. Alter. So, au. Ich frage mich, ob Sandsäcke abladen eine unerlaubte Sondernutzung ist. Servus. Ist das eine unerlaubte Sondernutzung? Ja, genau. Nur Reiseabfall. Wie als hätte ich's bestellt, die Autobahnmeisterei. Ah, du. Rum, dann nehme ich dir den Sand mit. So ein Pech, jetzt müssen die Sandsäcke da rüber. Ey. Freund, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Also, ciao. Komm, weiter. Marc,
Wir fahren jetzt gleich nach Österreich rein. In Österreich auf der Autobahn braucht man eine Vignette. Ich sehe hier an meinem Auto keine Vignette. Meinberg, du kennst mich. Da habe ich dir alles ins Handschuhfach in Umschlägen getan. Du hast gar kein Problem. Mensch, Mensch, Mensch. Nicht ernsthaft, oder? Der Umschlag Österreich mit der Vignette ist leer. Der ist leer? Du Arschloch. Jo, Geld habe ich keins, also fahre ich jetzt raus, umfahre die Autobahn. Das kotzt mich an, ey. Letzte Ausfahrt in Deutschland, ich muss hier raus. Wenn ich jetzt hier weiter so durch die Landschaft gurke, dann bin ich bis zum Sonnenuntergang noch nicht mal über den Brenner. Ich brauche diese blöde Vignette. Was machst du, Meinberg? Ich fahre jetzt hier zu dieser Tankstelle und guck mal, ob ich eine Vignette kriege. Hast du eine Gitarre dabei oder wie willst du das anstellen? Die Österreicher sind nett. Hier ist ja niemand. Hier ist niemand. Sie kommen mir gerade richtig. Ja, aber jetzt muss ich erst aufs Klo gehen. Ja, aber selbstverständlich. Kann man denn hier auch Vignetten kaufen? Ja. Was ist denn die günstigste? 10 Tage. 9 Euro. 9 Euro? Das ist doch scheiße. Das ist Quatsch. Ich fahr weiter. Eine Vignette. Ohne Witz, keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Oh, das ist aber nett. Ja, ja. Darf ich sie einmal drücken? Vielen herzlichen Dank. Bitte. Vielleicht aus Mitleid. Ist mir auch scheißegal. Gardasee, wir kommen. Mann, das ist doch scheiße. Sich wieder diese Vignette da erschlichen durch irgendwelche Mitleidstouren. Typisch Meinberg. Das ist wie bei den Frauen. Aber beim Benzin wird er es nicht so einfach haben. Jetzt stehen wir im Stau vorm Brenner und die Karre stinkt nach Kabelbrand. Und tanken muss ich auch noch irgendwann und Geld habe ich immer noch keins. Oh, das kann nicht funktionieren. Und ich weiß gar nicht, was er immer rumnörgelt. Das ist ein innovatives Auto der Kleinwagen Premium-Klasse. Okay, die Brennermaut scheint drin zu sein. Genau abgezählt, aber auch keinen Cent mehr. Nicht, dass ich noch für einen Cent mehr tanke. Hallo, umsonst lassen Sie mich nicht durch, oder? Nein. Das ist schade, weil ich brauche noch Geld für Benzin. Dankeschön, ciao. Tja, gut, klar lassen Sie mich nicht umsonst durch. Aber Fragen kostet ja nichts. Ich habe das Gefühl, die Sonne geht jetzt in 5 Minuten unter und es sind noch 200 Kilometer. Ich habe mal gerade die Hälfte geschafft. Und hier mein geiles Feature, mein komisches Ausstelldach. Das ist undicht. Wunderbar. Leute, wenn dieses Auto das ganze Abenteuer überlebt, dann schenke ich es euch. Ja, kein Witz. Schreibt mir einfach in die Kommentare, warum ihr ausgerechnet dieses Auto braucht. Meine Lieblingsgeschichte gewinnt. Taktisch tanken ist jetzt angesagt, beziehungsweise taktisch Benzin erbetteln. Letzte Tankstelle vor Italien. Hier sprechen die Leute noch Deutsch. Und ich kann halt auf Deutsch besser betteln als auf Italienisch. Und Marc steht auch schon da. Dieser Penner. Weißt du, wann in Italien die Sonne untergeht? Ich hab nach 20.39 Uhr. 20.39 Uhr. Langsam wird's knapp. Es sind noch 188 Kilometer. Das heißt, um 20 Uhr. Was? Um 20 Uhr komme ich erst an. Jetzt wird er langsam nervös, merkt ihr es? Er wird nervös. Schaut ihn euch an. Mein Ding wird nervös. Jetzt geht mein Kofferraum nicht auf. Servus, hallo. Jetzt wollte ich fragen, ob du mir vielleicht 1-2 Literchen noch reinlaufen lassen könntest. Finde ich kein Problem. 2 Liter gehen. Oh, super. Boah, mega geil. Das gibt's doch nicht.
Großzügig, das waren 3 Liter, Mensch. Ich gucke jetzt einfach im Auto, ob ich noch irgendeinen Scheiß finde, den ich den Leuten verkaufen kann. Warnweste, Edding, so ein USB für einen Zigarettenanzünder. Dem kann ich was verkaufen. Was liebt die Polizei? Hanfaufkleber. Cause I got high, cause I got high. Cause I got high. La, da, 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 da. I smoke weed every day. Ich brauche ein bisschen Benzin. Ich habe auch als Gegenleistung tolle Sachen dabei. Top aktuell. Einmal, bitteschön. Die trägt man ja, die Warnweste in dieser Saison trägt man ja etwas weiter. Dafür bist du geboren. Und der Filzstift. Ja, den lege ich auch noch drauf. Mein Verkaufstalent zahlt sich aus. Ich kriege für diesen ganzen Krempel 7 Liter feinsten Sprit. Das war ausgemacht, ich kann mich nicht beschweren auf den Strich genau 7 Liter. So. Meinberg, hast du eigentlich schon meine schönen neuen Sticker gebildet? Das bleibt drauf. Das bleibt drauf. Kann ich mich jetzt nicht. Was soll ich denn fallen? Dieser Kofferraum nicht mehr auf. Ich flipp aus. Also jetzt wird's ein Rennen gegen die Nerven und gegen die Uhr. Das bin ich. Hier eine Blindschleiche. Bekannte Taktik aus dem Rennsport: Ausbremsen. So, jetzt lässt er mich nicht überholen. Das ist eine Frechheit. Bremsen, ausbremsen, ausbremsen. Das ist eine Frechheit. Ausbremsen, ausbremsen. Scheiße. Leute, Meinberg hat Stress, ich hab Champagne. Story of my life. So, Herr Chauffeur, ein bisschen auf die rechte Spur. Roundtrip! Herr Baron Seibold, groß. So dicht schon, Mann. Die Flasche ist leer. Jetzt habt ihr ein Problem, ich bin nämlich besoffen. Mann, Mann! Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das ist eine Frechheit. Beschissenste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Was macht Marc? Denn jetzt bremst er mich schon wieder aus. Das gibt's doch nicht. Ja. Ja, und jetzt zieht er weg. Ey. Das ist so ein beschissenes Spiel, das machen wir jetzt hier schon die ganze Zeit. Die ganze Zeit fährt der Idiot so. Nicht nur, dass mich das auffällt, ich meine ständig wieder bremsen, dann wieder Gas geben, das kostet natürlich auch ultra viel Sprit. Ich muss schon länger schiffen. Und jetzt wird's halt dringend. 27 Minuten und ich bin eine Viertelstunde vor offiziellem Sonnenuntergang laut Navi da. Ich gönne mir jetzt da vorne bei nächster Gelegenheit eine Pinkelpause. Hier sieht es grün aus. Ich fahre jetzt hier schnell hin. Da halte ich an zu pinkeln. Meinberg blinkt. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Leute, was jetzt kommt, ist radikal. Was denn? Was macht denn jetzt meine Chance? Was macht der? Der geht pissen. Scheiße, 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 rein, der verprügelt mich. Ja, mach an die scheiß Sperre. Irgendwie das Auto zusperren. Ist zu. Okay.
Meinberg! Meinberg, ich hab deinen Reifen zerstochen! Willst du mich verarschen oder was? Meinberg! Willst du mich verarschen oder was? Alter! Sag mal, bist du bescheuert? Ja, das kann doch jetzt nicht wahr sein! Das kann doch jetzt nicht wahr sein! Ich raste echt komplett aus. Hat diese Scheißkarre jetzt ein Reserverad? Wie soll ich denn das jetzt in 10 Minuten, dieses Reserverad? Fuck, so sauer habe ich ihn noch nie gesehen. So sauer. Oh, ist der Kofferraum drauf? Ist das Scheiße? Eine Scheiße, das gibt's doch nicht. Ja, wenigstens den Scheiß hat er dabei, echt. Scheiße ist das. Ja, bleib da ruhig sitzen in deiner Scheißkarre. Scheiße. Arschlöcher, echt? Was ist los? Passt nicht. Passt. Komm, komm, komm. Komm, komm. Das muss jetzt alles wie in der Formel 1 gehen. Fest. Fest. So. Dieses dreckige. Komm, spring an! Spring an! Dieses dreckige Arschloch. Ganz ehrlich. Es gibt nichts Arschlochmäßigeres als diesen Move. So. Ankunft. Laut Navi. 20.34 Uhr. Das heißt, 5 Minuten vor Sonnenuntergang. Wie schnell der den scheiß Reifen gewechselt hat! Was ist der, Formel-1-Mechaniker oder was? Geht's noch? Was geht in seinem beschissenen Schädel vor? Ja. Und da ist der scheiß Gardasee. Da ist der scheiß geile Gardasee. Hier, 20.32 Uhr, hier. Und hat mich nicht ein tolles Auto hierhin gebracht? Dieses Auto könnt ihr jetzt gewinnen. Scheiße! Sind wir jetzt wieder Freunde? Nee, wir sind noch keine Freunde, aber der Blick ist wirklich schön. Und ihr könnt in der Zwischenzeit mal bei uns ein Abo dalassen, natürlich mit Glocke. Und wer sehen will, wie sich Ari 24 Stunden lang auf dem Fahrrad geschlagen hat, der klickt da. Und wer noch ein paar geile Festival-Tipps braucht, der schaut mal bei Schruppert vorbei. Oh! Mann!